Hi Leute, willkommen zum heutigen Video. Und zwar heute werde ich euch zeigen, wie ihr den FBA-Rechner für Chrome benutzt. Der ist kostenlos, den benutze ich ab und zu, um ein paar Eckdaten zu bekommen, schnell, wenn ich etwas erfahren will, ungefähr, wenn zum Beispiel, wie schwer ist das Produkt auf die Schnelle, damit ich weiterarbeiten kann, benutze ich das. Und wie gesagt, der Tool ist kostenlos, den könnt ihr nur verwenden, wenn ihr Google Chrome benutzt. Und zwar müsst ihr einfach, so sieht es aus, FBA-Rechner für Amazon eintippen bei Google, dann kommt das und dann einfach hinzufügen. Und dann sieht das so aus, das ist das hier. Wenn ihr dann unter Amazon seid und ein bestimmtes Produkt angeklickt habt, dann müsst ihr bei dem Produkt drin sein und dann könnt ihr das einfach hier drauf drücken und der zeigt dann euch dann gewisse Daten und das demonstriere ich einfach mal vor. Wir benutzen mal das gestrige Produkt mit den Jogging-Hundeleine. Da hatten wir es schon. Jogging-Hundeleine. So. Das sind gesponserten und das ist trotzdem der Bestseller. Ja, hier unten müsste er auch nochmal sein. Ja, da. Ja, bleiben wir einfach mal drauf, klicken wir da drauf. Dann demonstriere ich das mal, wie das ungefähr funktioniert. Das ist ganz simpel, einfach zack, da ist das Produkt schon. Und dann einfach hier draufklicken. So, muss jetzt mal die Seite laden, nochmal draufklicken, da lädt er schon. Da seht ihr schon, da zeigt er schon gewisse Eckdaten. Das Produkt ist für 19,90 € zu verkaufen. Es wiegt 340 Gramm. Und die Maßen, seit wann der Verkäufer dort verkauft. Und dann die Pick-and-Pack-Kosten von Amazon. Wie viel die betragen. Ist auch immer schon sehr übersichtlich gestaltet. Kann man schnell auf die Schnelle entnehmen. Ungefähr wie viel er pro Monat umsetzt. Ungefähr 270 setzt er im Monat um. Und dann zeigt er, die gesamten FBA-Gebühren sind 5,50 €. Also bei 19,90 € minus 5,50 € bleiben denjenigen 14,49 €. Und dann könnt ihr einfach mal ausrechnen, wenn der 270 im Monat verkauft, mal 14,49 €, das sind 3.912. Ja, könnt ihr noch selber nachrechnen. Also derjenige, der das Produkt hier verkauft, macht ungefähr 3.912 € mit dem ein Produkt. Das muss man sich vorstellen, mit einem Produkt. Und wenn er noch mehrere hat, dann dementsprechend sind das noch mehrere. Ihr könnt nochmal hier einfach unten unter seine Produkte gehen, seine Marke gehen. Dann könnt ihr euch nochmal beeinflussen lassen. Der hat hier drei verschiedene Produkte und ein davon ist ein Bestseller. Also der ist da schon ganz gut dabei. Also wie gesagt, wenn ihr das den FBA-Rechner wollt, ihr müsst auf jeden Fall die Chrome benutzen und dann euch das einfach kostenlos runterladen. Das ist einer der Tools, die ich benutze, aber nicht auf die Dauer. Noch besser ist es, Jungle Scout zu benutzen oder Marketplace Analytics, rate ich. Da habt ihr genauere Daten und weil das ist einfach nur ungefähr grob, damit man weiß ungefähr, okay, so sieht's aus und dann kann man weiterverfahren mit Marketplace Analytics oder Jungle Scout oder noch AMZ oder AMZ Pro, was ich auch gerne benutze. Die Links werde ich auf jeden Fall unter das Video packen und dann wollte ich euch nochmal zeigen vom gestrigen Video, das sind die bei Marketplace Analytics die drei Produkte, die wir angelegt hatten. Haben wir schon ein paar Eckdaten bekommen, also das Produkt verkauft sich ungefähr dreimal täglich und das hier, da zeigt er nicht an. Ich nehme mal an, derjenige von der Joggingline hat seinen Lagerbestand aufgefüllt, deswegen sind da keine, beziehungsweise wird das nur so angezeigt. Was man da machen kann, als Trick nebenbei, entweder man klickt hier drauf, schaut sich das an, wie oft sich das im letzten Jahr ungefähr verkauft hat, dann könnt ihr genau sehen, machen wir, oder man merkt sich die 362, klickt schon mal hier drauf, machen wir gleich, die 362 bei Haustieren. Und dann geht man bei junglescout.com Estimator
einfach bei Google eingeben und dann geht ihr einfach bei Haustier. Wo ist Haustier? Da. Wie gesagt, der hatte 362 Kategorie, 362. Das gibt ihr einfach mehr hier ein. Und dann berechnet er ungefähr, wie viel der im Monat, also 389 setzt der laut Jungle Scout Daten um. Also da könnt ihr einfach ausrechnen, 389 mal den Preis. Dann wisst ihr ungefähr, wie viel er an Umsatz pro Monat mit dem Produkt macht. Also schon mal gar nicht so schlecht. Und hier ist das, wie ich es vorhin meinte. Ja, wie ihr seht, der hat ja seinen Lagerbestand aufgefüllt. Hier Lagerbestand 1000, Absatz 0. Und wenn ihr dann sehen wollt, wie viel er ungefähr in den letzten 12 Monaten gemacht hat, einfach da drauf klicken. Und dann seht ihr hier oben, der hat ungefähr 70.300 Euro in den letzten 12 Monaten gemacht. Davon die Hälfte sind 35.000 Euro mit einem Produkt wohlgemerkt. Also das ist schon mal gar nicht schlecht. Manche gehen für 35.000 Euro ein ganzes Jahr arbeiten. Und das ist eine Arbeit, was man einfach einmalig einsteckt und dann einfach nach und nach ein, zwei Stunden sich darum kümmert, guckt, dass die, dass man noch Produkte im Lager hat, und an sich war es das. Und wie gesagt, ja, mit Marketplace Analytics oder Jungle Scout oder AMZ Pro, damit könnt ihr die Zahlen genauer verfolgen. Und ja, wie gesagt, die Links setze ich unter das Video und zu dem Kurs, der kommt bald. Wie gesagt, da werde ich noch mehr in die Tiefe gehen, das mehr anbieten, und check mal auch die Gruppe ab bei Facebook, bei Pass und 23 Kilogramm. Könnt ihr auch mal dort ein bisschen schauen, und falls ihr Fragen habt, könnt ihr auch mir dort schreiben, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.